Servus, Salve und hallo. Ich bin wieder zurück aus Mittelerde. Ich nenne Mittelerde immer Frankfurt, wegen Mitteldeutschland. Bin wieder zurück. Ich habe die letzten paar Tage nicht so wirklich, also ich konnte nicht wirklich handeln. Aber der Markt macht das, was ich, naja, prognostiziert habe, dieses Ausatmen. Wir haben einen Kontakt aufgenommen zur 20-Tage-Linie. Wir haben sie um, ich glaube, 15 Punkte nicht gesehen. Aber er ist von diesem All-Time-Highs erstmal runter auf die 20-Tage-Linie. Grundsätzlich erachte ich diese Linie hier, ich zeige es mal auf 4-Stunden-Ebene, dann sieht man es besser, als sehr, sehr wichtig. Das ist diese hier, wo jetzt also die gestrichelte Linie langläuft. Da. Da haben wir nur ganz kurz mal drunter geschlossen. Das ist die 18.615. Ich finde die genauso wichtig wie seinerzeit. Die 18.240. Das ist eine heiße Geschichte. Ich mache mal das Fadenkreuz hier raus. Das ist eine ganz heiße Geschichte, was der hier macht. Aber, und ich gehe zurück auf den Tag, er hat sich aus dieser, nennen wir es mal Problemzone, das ist das, was ich um die Hüften habe, hat er sich rausgerettet. Aufgesetzt auf die 20-Tage-Linie, abzüglich den 15 Punkten und wieder einen sehr schönen Umbrella-Doji gemacht. Den kleinen Bruder vom Hammer. Also das macht er gut, muss ich schon sagen. Das macht er wirklich gut. Ich habe hier einen kleinen Trendkanal gezogen. Dieser Trendkanal liegt am Montag bei 18.721. Schlusskurs von der Citibank war 18.693 und von Lang und Schwarz 18.702. Also hier bei 18.720 liegt er. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite finde ich diesen Bereich hier interessanter. Den da. Das ist die 18.769. Erst dann gilt der Markt für mich als ausgeatmet, Pause gemacht, gerettet, wir gehen weiter. Und natürlich hier die All-Time-Highs bei 18.902. Ich finde, er macht es gut, er hat mal ordentlich Dampf abgelassen. Von den Fibos her, wenn ich die hier anziehen würde, sind wir erst bei 18.400. Das ist ungefähr hier in einer weiteren Problemzone. Vorher nicht. Von der Technik her gibt es jetzt das auf die traditionelle Sichtweise beruhende Verkaufssignal über das MACD. Es ist alles weiter negativ und wir sind noch immer im Fallen begriffen bei der Stochastik. Aber das ist jetzt nicht. Also deswegen würde ich keine Position machen. Was mich sehr stört, sind diese ganzen Geschichten mit den Zöllen. Das wird also auch kommen jetzt. Die Chinesen werden irgendeine Antwort geben auf das, was Biden gesagt hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch Taiwan wird immer sensibler, sagen wir es mal so. Da muss man höllisch aufpassen. Und in Taiwan werden nun mal eine ganze Menge Chips gebaut. Das ist einfach so. Auf 4 Stunden Sicht, das ist mir eigentlich momentan die liebste, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht man diesen Trendkanal besser. Hier sind wir für Montag bei 18.000 auch, 721. Das ist ein Widerstand. Aber dieser Bereich hier, und da sind wir wieder bei der 18.760, 70, der ist für mich wichtiger. Von der 4-Stunden-Sicht, mach es mal so, dass man es besser sieht, bekommen wir logischerweise durch diese 4 letzten Kerzen durchaus sogar ein kleines Kaufsignal oder sagen wir mal ein Hoffnungsschimmer. Stochastisch auch. Aber das muss er am Montag nutzen. Das muss er verwandeln. Das ist ein Elfer ohne Torwart. Ja, und den kann man auch vorbeischießen. Sagen wir es nur so. Ich habe was ganz Interessantes gefunden. Das ist das hier. Und zwar, ich habe meistens, eigentlich zu, 95% Scheine von Goldman drin. Ich habe den hier gefunden von der UBS. 17.964. Ja, der war günstiger, der war besser als der von Goldman. Normalerweise finde ich die Goldman-Scheine echt wirklich am besten, das sage ich ganz offen. Vor allen Dingen, weil die halt bis zum Schluss mehr oder weniger meistens stillhalten. Aber der war gut, der war wirklich gut hier, dieser UM4 DGY. Ich weiß, dass viele meiner Folger sind nur bei Scalable, die können dann Goldman handeln und HSBC und UniCredit. Und viele Leute, die dann noch irgendwo bei Trade Republic sind oder so, können kein Goldman handeln, aber HSBC. Und ich weiß gar nicht, ob die UniCredit bei Trade Republic ist.
Aber die UBS ist da auf jeden Fall. Deswegen, ich muss hier in Zukunft mal ein bisschen mischen, dass das allen was nutzt. So, aber das sind die Scheine, die sind vom Hebel her völlig in Ordnung. Also das wird hochinteressant am Montag, wie der Freund sich hier irgendwie verhält. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich habe hier, mal gehen wir mal auf die Woche. Ja, die Woche gilt als hoch, hat sich nochmal hier gerettet, über diese Bewegung hier, hat sich nochmal gut gerettet, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Momentum rausgeht. Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Einzelaktienfilme machen. Da geht es so um sowas wie TUI, da geht es um Lufthansa. Ich wurde gebeten, einen Film über Silber zu machen, dann mache ich auch wieder einen über Gold, also Gold und Silber. Ich muss mal schauen, wir haben heute Abend Samstagabend, gleich gibt es das Pokalspiel. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber ich bin momentan noch nicht bereit, den Markt hier aufzugeben. Aber ich sehe auch jetzt nicht irgendwie eine eklatante Stärke nach oben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte letzte Woche das Webinar gemacht für Goldman Sachs. Da ging es unter anderem um First Solar. Seitdem sind die 90 Euro gestiegen oder 90 Dollar gestiegen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe relativ wenig Positionen, muss ich auch sagen. Aber irgendwie so richtig gefallen tut er mir nicht. Die 20-Tage-Linie ist sehr, sehr wichtig. 18.504 jetzt für Freitag. Dann wird die sein bei 18.520 am Montag. Es ist. Der Markt sucht weiter eine Entscheidung. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.